Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn. Ich bin Filmemacher und möchte euch ein Produkt vorstellen, welches ich jetzt seit einem Monat nonstop nutze an meiner Kamera, was ich einfach gut finde und deswegen zeige ich es euch. Es geht nämlich speziell um ein magnetisches, variables ND-Filter-Kit-Set mit einem Polfilter, der auch noch mit integriert ist. Also eine ganz spannende Geschichte, vor allen Dingen, weil es magnetisch ist. Und nachher werde ich auch noch mal rausgehen, um da auch im direkten Sonnenlicht mal die Bildqualität von diesen Filtern euch zu zeigen. Weil man hat ja ganz oft das Problem, wenn man am variablen ND-Filter die Stops verändert, dass sich dann auch die Bildqualität oder dieser Color Shift heißt das, verändert, dass das Bild manchmal auch in die Magenta-Farbtemperatur verfällt. Ja? Ich zeige euch jetzt erstmal, was hier in dieser Box drin ist. Also, dieses Filterkit ist magnetisch und wir haben hier verschiedene Filter. Ich baue es mal auseinander. Boah, die Magnete sind so richtig, richtig fest. Ich kriege es ja kaum ab. So fest ist es. Und das hier ist die Base. Die Base wird vorne aufs Objektiv draufgeschraubt. Und zwar habe ich hier die 82mm Version, weil das ist kompatibel zu meinem 16-35 2.8er Sony Objektiv. Und dieser Basisring, der auch hier so einen roten Rand hat, wird hier erstmal ganz easy draufgeschraubt. Zack. Jetzt habe ich die Möglichkeit, verschiedenste Filter, die hier in dem Case drin sind, vorne draufzusetzen. Als erstes fällt einem auf, dass man vorne eine Glasplatte drin hat. Und das ist hier ein Stop, glaube ich, ein Stop-ND-Filter und die heißt Variable ND-Base. Wenn ich diese Base hier auf meinen Base-Ring drauf klicke, der hält schon richtig fest, kann ich jetzt hier einen variablen ND-Filter, den 2 bis 5 Stops ND-Filter draufbauen. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass man auf die Bezeichnungen achtet. Hier vorne seht ihr ein A und hier auf dem Filter sieht man auch ein A. Und das packe ich hier schön drauf. Zack. Und jetzt merkt man so richtig, dass der Magnet an der richtigen Stelle sitzt und ist irgendwie eingerastet und so kommen dann auch diese Stops auch zur Geltung. Es ist für mich nämlich ganz wichtig, wenn ich jetzt draußen filme, dass ich einfach weiß, mit welchen ND-Stops ich auch gerade filme. Und es ist total hilfreich, dass diese Markierungen auch auf dem Objektiv angezeichnet sind und dass das hier einfach reibungslos funktioniert. Also, ich habe die Möglichkeit, bei etwas dunkleren Lichtverhältnissen oder bewölkten Himmel mit dem ND-Filter 2 bis 5 zu filmen. Oder ich gönne mir den etwas dunkleren variablen ND-Filter, der 6 bis 9 Stops hat. Und das setze ich hier exakt da drauf. Tschack. Und dann habe ich hier 6 Stops, 7 Stops, 8 Stops, 9 Stops. Und es sind Hard Stops. Ja? Ihr hört es. Und das Pfiffige an diesem ganzen System ist, ich habe hier nicht nur variable ND-Filter, sondern auch Polfilter mitgeliefert. Und den Polfilter, den kann ich verwenden, indem ich den variablen ND-Filter einfach umdrehe und dann hier auf den Basisring drauf stecke. Und es funktioniert so, dass ich erstmal die Base hier rausnehmen muss, das Glas, das ist wirklich nur für den variablen ND-Filter da. Nehme jetzt meinen variablen ND-Filter, den 2.5er, drehen um, dann steht hier vorne CPL und jetzt habe ich den Polfilter drauf. Polfilter hat ja die Eigenschaft, dass man Reflexionen von Glasflächen, von Wasserflächen oder auch von Metallflächen verringern kann. Und jetzt habe ich den Polfilter drauf und bin in der Lage, den 360 Grad zu drehen, bis ich die Spiegelung einfach aus dem Glas rausziehen kann. Also das ist echt eine pfiffige Geschichte, weil alles zusammen in einem Kit einfach kommt. Um euch auch in der Praxis zu zeigen, wie der Polfilter tatsächlich mit Glas und Metall funktioniert, zeige ich euch
das jetzt hier am Beispiel der Isetta. Ich habe jetzt meine Frau hier ins Auto reingesetzt und wie ihr sehen könnt, habe ich hier diese Reflexionen hier auf den Scheiben aus der Perspektive. Und wenn ich jetzt an meinen Polfilter, also ich habe drauf den 32ND und Polfilter, ne, schaut her, den setze ich jetzt hier einfach so drauf. Wenn ich jetzt an dem drehe, kann ich die Spiegelung nahezu komplett entfernen. Ja? Ihr seht es, hier ist keine Spiegelung mehr zu sehen. Wenn ich weiter drehe, seht ihr das wieder. Vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive. Ich mache jetzt mal kurz die Tür zu. Auch bei dem Shot, die Sonne scheint von oben straight auf das Auto. Wir haben fast Mittagszeit. Ihr seht hier die Reflexionen auf den Scheiben in dem Bereich. Wenn ich jetzt hier wieder an meinem Polfilter drehe, kann ich die nahezu eliminieren. Also das macht der Polfilter. Und das gilt jetzt nicht nur für die Fensterscheiben, das kann man auch bei Fotos für den Lack ganz gut auch verwenden. Oder auch beim Filmen, wenn man jetzt Car-Porn-Videos dreht. Und auch richtig cool ist, wenn ich jetzt den 6 bis 9 Stop variablen ND-Filter nehme, drehe den um, habe ich hier einen ND32 und gleichzeitig Polfilter am Start. Also auch interessant. Sogar für die Fotografie würde ich den Filter auch nehmen. Kommt drauf. Das ist echt fest. Also da könnt ihr machen, was ihr wollt. Das Ding ist fest. Und ich kann auch den 360 Grad drehen. Also schon mal ganz geil, dass das wirklich... Das Packmaß von den Dingern ist ja auch wirklich cool. Das kommt hier in der Box an. Man hat hier alle Möglichkeiten. So. Und da es ein Kit ist... Ist ja nochmal was ganz, ganz Interessantes. Und zwar habe ich hier einen Mistfilter. Wenn ihr den Mistfilter drauf klackt, wird auch das Bild meistens Mist. Das heißt, wenn man jetzt gegen, sagen wir mal, gegen ein Fenster filmt oder man hat Lichtquellen im Hintergrund, da sind die so richtig so, na, nicht verschwommen, aber so. Die erscheinen irgendwie so leicht milchig oder verträumt und das Bild ist nicht mehr so krass scharf, wie man es einfach aus dem 4K-Videomaterial kennt. Also das ist ein ganz, ganz besonderer Look, den kann man nehmen bei Lichtquellen, sage ich mal, die im Hintergrund irgendwie sind. Also da muss man schon wissen, was man auch damit filmen will. Das eignet sich aber auch, sagen wir mal, bei Hochzeitsvideos oder Musikvideos oder gleichermaßen Hochzeitsfotografie, wenn man eben diesen Mist-Filter-Look haben möchte. Ich brauche diesen Mistfilter ganz, ganz selten, weil ich bin meistens draußen unterwegs und filme mich oder irgendwelche Themen für Kunden, die einfach jetzt keinen Bock auf diesen Mistfilter-Look haben. Aber bei Musikvideos ist das ganz, ganz spannend. Was ich euch noch zeigen möchte, ich baue jetzt nochmal den ND-Filter drauf. Man hat hier auch die Möglichkeit, was man bei vielen anderen nicht hat. Moment, ich schaue jetzt mal, dass ich das A auf das A klack. Genau. Genau, ist hier 2.5er. Ich habe die Möglichkeit, auch meinen Filter und die Kamera zu schützen, indem ich hier die Abdeckkappe, die auch magnetisch ist, einfach drauf pop. Perfekt. Bei vielen ND-Filtern, sei es dieser Tiffen-Filter oder von Haida, gibt es einfach keine guten Deckel. Und hier ist ein Deckel dabei und das finde ich richtig cool, dass ich die Kamera nicht immer mit dem Filter einfach so zack in die Tasche oder in den Koffer stecken muss. Ich habe hier wirklich sehr schönen, sagen wir mal, eine sehr schöne Kappe oben drauf. Baue ich den drauf. Jetzt schaut her. Alles ist super geschützt. Also tolle, tolle Sache. Gut, es gibt ja auch noch das Case. Das wiegt auch nichts, passt in meinen Rucksack rein und es ist tatsächlich immer dabei. Und ich finde es auch richtig cool, dass ich das Zeug zugeschickt bekommen habe, weil ich hatte mich gerade vor einem Monat nach vernünftigen variablen ND-Filtern umgeschaut und FreeWell ist auf mich zugekommen, hat mir diese Weltneuheit angeboten und mich gefragt, ob ich einen Test oder ein kurzes Review machen will. Da habe ich gesagt, komm, das mache ich jetzt. Das ist auch das allererste Mal, dass ich sowas mache, weil ich das einfach cool finde und ich das Zeugs auch jeden Tag jetzt auch nutze draußen beim Filmen. Jetzt gehen wir mal raus und ich zeige euch mal das Bild, wie es sich dann verändert, wenn ich diese Stops einfach draußen auch anwende. Ja?
Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, warum braucht es denn überhaupt einen variablen ND-Filter, möchte ich euch mal zeigen. Beim Filmemachen mache ich es zumindest so, dass ich meine Framerate exakt einstelle. Die ist jetzt hier in dem Beispiel 25 Frames pro Sekunde. Dann habe ich eine feste Belichtungszeit von 1/50, also die Doppelung von den 25. Und da rüttel ich jetzt auch nicht mehr dran. So, und jetzt, wenn jetzt zum Beispiel es, sagen wir mal, dunkler wird, wie jetzt hier, ändert sich natürlich auch der Bildlook. Das ist alles schön und gut. Jetzt könnte ich die ISO entsprechend hochdrehen, jetzt auf ISO 200, und dann wäre es hier auch wieder hell. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach draußen gehe und die Sonne scheint, dann wird meine Haut, ich zeige es am besten mal, dann wird meine Haut komplett weiß. Ja, ich habe dann weiße Flecken im Bild, also ich belichte quasi über, und dann muss ich diese Linse irgendwie abdunkeln, und da nimmt man sich einfach einen ND-Filter zu Hilfe, weil ich möchte die ganze Zeit dieselbe Framerate im Video haben. Ich zeige es euch mal, was passiert. Also ich bin jetzt auf 1/50 auf einer 4er Blende und 100 ISO. So, jetzt gehe ich raus. Seht ihr das? Die Sonne scheint ganz leicht, obwohl es bewölkt ist. Und so ist mein Videomaterial nicht mehr zu gebrauchen. 0,0. Ja, und so ändert sich natürlich jetzt hier das Bild. Jetzt gehe ich mal ganz nach oben bei praller Sonne. Und da probieren wir jetzt mal die Filter aus. So, ich filme mich jetzt hier bei vollster Sonneneinstrahlung auf einer 4er Blende, ISO 100, und musste die Belichtungszeit jetzt hochdrehen bis auf 1/400, weil ich keinen ND-Filter drauf habe. Möchte ich jetzt aber auf der 1/50 Belichtungszeit bleiben, zeige ich euch, wie ich das mache. Im ersten Schritt nehme ich jetzt mal den ND-Filter 2.5 und setze den drauf. So, 1/50, ISO 100 und der variable ND-Filter auf dem zweiten Stop. Bild ist komplett überbelichtet. Jetzt gehe ich mal Stop für Stop hoch und jetzt schauen wir mal, was passiert. Bild wird langsam besser, ist aber immer noch hoffnungsvoll überbelichtet. Ja, und ich sehe es im Histogramm ganz gut. Jetzt gehen wir mal auf Stop Nummer 4. Hier ist 4. Kommen wir der Sache schon langsam näher. Ja. Immer noch super hell. Aber ihr seht jetzt schon mal von der Bildqualität her, es wird nicht irgendwie lila oder rötlich, das Bild. Und jetzt drehe ich mal auf den 5. Stop hoch. Zack. Kann man schon mitarbeiten, oder? Fällt noch immer leicht im Histogramm nach rechts ab, also dass es noch ein bisschen zu hell ist. Aber mit 5 Stops kommt man schon mal ganz, ganz weit. Als nächstes nehme ich jetzt den 6 bis 9er ND-Filter. Und ich denke, mit 6 Stops kann man hier schon ganz gut arbeiten. Mit einer 4er Blende. Probieren wir es mal aus. Da das Ganze magnetisch ist, geht es easy zum Wechseln. Zack, zack. Okay. Jetzt bin ich bei 6 Stops. Und jetzt hier bei diesem krassen Sonnenlicht würde ich sagen, passt das Bild so einigermaßen. Also ich kann es total schlecht beurteilen gerade, weil das Display wird von der Sonne direkt angeschienen. Jetzt drehe ich doch mal weiter auf 7 Stops. Dann können wir mal sehen, wie dunkel ich das Ganze kriege. 7 Stops. 7 Stops, 1/50, immer noch Blende 4. 8 Stops, jetzt ist es dunkel, oder? Aber so weit kann man gehen. Und sogar bis auf 9 Stops. Und jetzt bei den 9 Stops gehe ich mal auf eine 2.8er Blende, um dann mal zu sehen, ob man auch damit arbeiten kann. So, jetzt als Test. So, jetzt habe ich die 9 Stops gewählt. Gehe vielleicht mit der ISO auch noch ein bisschen nach oben. Jetzt könnt ihr euch eine Vorstellung machen, wie dunkel kriegt man denn eigentlich hier diese ND-Filter. Ach so, was ich auch noch mega interessant finde, ist, ob es eine starke Vignette gibt auf 16 mm. Und das probieren wir uns auch mal aus. Also ich bin auf einer 2.8er Blende, habe 9 Stops abgeblendet und gehe jetzt mal mit meinem Objektiv auf 16 mm. Seht ihr eine Vignette? Ich sehe jetzt hier im Display
keine großartig starke Vignette. Ja, ich filme vielleicht nochmal in den Himmel rein, dass ihr es so auch nochmal beurteilen könnt. mm, 16 mm. Und Freewell hat es tatsächlich geschafft, mit diesem variablen ND-Filterset in Kombination mit Polfiltern und einem Mistfilter hier eine Weltneuheit auf den Markt zu bringen. Dieses System oder dieses Set könnt ihr bei Freewell ab Juli 2021 bestellen. Ich verlinke euch das Produkt unter dem Video in der Videobeschreibung. Und jetzt möchte ich mich einfach nur noch bedanken bei euch fürs Zuschauen und euer Interesse an dem Video. Gebt mir gerne ein Like dafür. Ich habe jetzt weiterhin Spaß mit diesem Filterset. Euer Sigi vom Ammersee. Bye, bye.